Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cities in Motion 2. In der Pause habe ich mir erlaubt, mal einen Wachmann einzustellen, der die Schwarzfahrer aus dem Verkehr zieht. Und, na gut, nachts über mache ich jetzt hier Verluste anstatt Gewinne. Was müssen wir hierzu machen? Naja, lehnen wir das mal ab. So viele Sachen möchte ich dann doch nicht machen. Oh, schaut mal hier. Das ist das Stadion und da unten ist eine Statue. Haha. Hat mir auch Alex gezeigt. Aber nun gut. Gut. Was ich noch machen wollte jetzt, ist eine weitere Linie bauen. Und zwar weiß jetzt auch genau wo dafür. Und zwar hier entlang einfach. Das scheint meiner Meinung nach relativ gut zu sein. Hier sind Wohngebäude schöne, ne? Das ist doch wunderbar. Heißt, ich werde hier mein Straßenbahndepot anlegen. So. Ich weiß gar nicht, ist das zu lang? Das kann ich jetzt gar nicht sagen, so. Das ist nämlich sehr verwirrend für mich. Ich weiß nicht, ob ich die zwei teilen sollte, die Strecke. Oh Mann, ich bin einfach so schlecht bin ich in einem Spiel. Das ist unglaublich. So, weil hier keine Mittellinien sind, mache ich das hier am Rand, damit die Leute auch einsteigen können. So. Ups, das war... Ist mir im letzten Part gar nicht aufgefallen, dass es hier ja auch geht, sozusagen so eine große Zuglinie einmal durchziehen. Indem man dann ganz einfach diese Strecke hier nimmt. Ist mir erst in der Pause aufgefallen. So, genau. Wunderbar. Gut, dann... würde ich gern mal schauen. Warte mal, kann ich denn hier so... Wie mache ich denn das jetzt hier mit der Wendeschleife am besten? So würde ich dann doch erstmal hier so einen Weg. Präferieren, oder? Ja. Sollte eigentlich. Doch, genau, ja. Ja, wunderbar. Die Schienen hier wieder wegmachen kurz. So, wunderbar. Haben wir. Ja, haben wir einmal hier die Wendeschleife gemacht. Und dann noch einmal... Schauen wir mal hier kurz noch die Finanzen. Na! Der macht hier ordentlich richtig harten Gewinn, der Typ. Also ist schon gut, dass ich den eingestellt habe. Krank... nun gut. Was wollte ich machen? Genau, bauen. Und zwar wieder hier eine Umgehungsstraße. Ich denke, ich würde sagen, hier auf dieselbe Variante wie da unten gerade. So. Dann hier. Zack. 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 Wunderbar. Haben wir hier einmal gebaut. Das ist doch schön.
Brauche ich da nur noch Haltestellen, brauche ich da nur noch, so, ne? So. Ja, genau. Sollte so gehen eigentlich. Ah, warte mal. Ist ja hier noch. Genau. Anbinden. Und dann kann es eigentlich direkt weitergehen, oder? Ja. So. Das ist eine doofe Map, ist das? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Die ist so total komisch, ist die. Ein Ansehen von 60%, das kann ich direkt vergessen. Wo ist denn der Wolkenkratzer? Ah, ja, wird von der Straßenbahn da gleich noch mitgenommen. Ist ja wunderbar. Habe ich dann direkt nochmal so einen Auftrag erfüllt. Das wollte ich nämlich da gerade schauen. So, wunderbar. Dann... neue Linie erstellen. Kopieren aus. Einmal kurz hier kopieren. Okay, und dann jetzt aber mal hier zufügen, so. Wunder. Komm, mach. Oh, Dankeschön. So. Ha, das ist so toll, ist das doch. Hoffentlich bringt die Gewinn ein, die Straßenbahnlinie hier. Aber ja, da bin ich mal jetzt zuversichtlich, dass sie das tut. So, dann würde ich mal gerne hier Fahrzeuge hinzufügen. So. Ich glaube hier, ganz ehrlich, da kann ich mal... Fahrzeuge... verkaufen. Mal einfach mal hier die weg. Kauf mir einfach nur mal hier 3 von denen. Dann müssen es nicht gleich die ganz großen sein. So. Schauen wir uns das mal an. Straßenbahn. Hoffentlich macht die Gewinn. Das ist definitiv ein, wie ich finde, ziemlich schwieriges Szenario. Ja, definitiv. Die Fahrzeuge sind mir zu teuer in der Wartung, deswegen werde ich einfach nur die kleinsten hier jetzt einstellen. Weil, ich meine, will ja wieso keiner mitfahren. Also von daher. Okay.
Okay, habe ich auf jeden Fall 550 Geld bekommen. Oh Mann, hey. Fahr ein weiter. Komm schon, Junge. Ja. Wunderbar. Komisch, jetzt wollen auf einmal richtig viele da mitfahren. Das ist doch grotesk. Gerade wollte keiner mitfahren und... Oh Mann, ich bin so schlecht einfach, ne? Sorry. Gerade wollte damit doch keiner fahren und jetzt will auf einmal hier einer mitfahren. Ist das grotesk, hey. Hier haben wir sogar 6 Leute in einem Bus. Wow. Oh Mann, das hier ist ja gleich auf Vordermann, ist das cool. Ja, ich glaube, die Busse waren ein wenig zu klein. Die Dinger hier meine ich natürlich, nicht die Busse. Verdammt. Komm, ein weiter noch. Da habe ich mich etwas verkalkuliert, habe ich mich da. Mist. So ein Mist aber auch, doch. Aber, ich mach mal was. Und zwar ist das hier jetzt einfach mal Zone Blau. So, das habe ich auch gelernt. Hat mir der Alex jetzt auch gezeigt. Malen wir hier mal die Zone an, so. Das ist schön, ist das. Anmalen. Das mag ich. Einfach nur, damit wir mehr Geld bekommen. Ja, weil die dann nämlich verschiedene Zonen fahren müssen. Das nehmen wir auch nochmal mit. Hervorragend. Dann sollte ich jetzt hier nochmal einen Gewinn mit verzeichnen können. Hurra! Also die Linie hier, die Straßenbahnlinie bringt es tatsächlich. Muss ich ehrlich sagen. Das ist so. Boah, Gott sei Dank, ey. Ich nehme wieder was ein. Hurra, hurra. Tralalalala. Hurra, hurra. Ich bin einfach der Profi. Was ist denn das Geschäftsgebäude hier? Ah, ja, komm, guck mal. Das ist ja easy. Ist ja hier direkt in einem Radius. Nehmen wir das einfach mal mit, ne? Sollte ja kein Problem sein hier. So, komm. Nein, die Ampel. Das sind aber echt viele Ampeln auf der Strecke hier. Hervorragend, Mensch, du. Dann nehmen wir tatsächlich, machen wir wieder ein bisschen Gewinn, machen wir damit. Nun gut, positive Wertung und Kommentar nicht vergessen. Bis jetzt haben wir am jedem Ende von jedem Part Gewinn gemacht. Ich hoffe, das bleibt so. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.